Hallo und herzlich willkommen zum Cortices-Podcast. Mein Name ist Jürgen Hübner. Am 6. Juni 2017 hatten wir in der Reihe vom Reiz des Übersinnlichen Lydia Benecke zu Gast bei uns. Am Rande dieser Veranstaltung hat mein Kollege Rainer Rosenzweig ein Interview mit ihr geführt, welches Sie gleich hören werden. Lydia Benecke bat mich noch, eine kleine Korrektur und eine kleine Ergänzung hinzuzufügen. Die Korrektur betrifft die Sicherungsverwahrung, die wird alle 2 und nicht alle 3 Jahre überprüft. Und in dem Interview kommt sie auf eine Forensikertagung 2016 in Eichelborn zu sprechen. Und der Titel dieses Vortrags war Willensfreiheit und Schuld von Professor Dr. Reinhard Merkel. So viel von meiner Seite. Jetzt wünsche ich viel Spaß bei dem Interview und viel Freude beim Erkenntnisgewinn. Ja, heute haben wir Lydia Benecke zu Gast. Herzlich willkommen, Lydia. Schön, dass du da bist. Danke, hallo. Du hast Bücher geschrieben mit dem Namen Die Psychologie des Bösen oder ein Buch über Sadisten. Wie bist du denn drauf, dass du solche Bücher schreibst? Ja, ich interessiere mich schon mein ganzes Leben dafür, warum Menschen Verbrechen begehen und habe das auch schon in meiner Kindheit ganz spannend gefunden, weswegen ich dann schon früh das Hobby entwickelt habe, aus Zeitungen Artikel auszuschneiden über Verbrechen, weil ich nämlich gemerkt habe, dass sich die Berichte wiederholen. Und dann ist natürlich eine logische Frage, wie kommt es denn, dass verschiedene Leute in verschiedenen Ländern und dann sogar noch zu verschiedenen Zeiten dieselben Sachen machen, die alle anderen aber sehr merkwürdig und sogar nicht nachvollziehbar finden. Und um das zu verstehen, habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und mich für Psychologie entschieden, weil ich dachte, die Psychologie könnte da am ehesten plausible Antworten drauf geben. Und diesem Hobby bin ich bis heute gefolgt und habe daraus einen Beruf gemacht. Das Böse ist unter uns, wird ja immer gesagt. Was siehst du denn? Gibt es denn das Böse überhaupt? Ist das was Mystisches? Ist es einfach nur in der Sprache, dass wir es benennen wollen? Oder gibt es das Substantiv, das Böse? Ja, die Menschen sagen immer, sie sind fasziniert vom Bösen. Und es kommt ja darauf an, wie man das definiert. Es ist ein ethischer Begriff, es kann ein religiöser Begriff sein. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu definieren. Und für mich gibt es hauptsächlich böse Verhaltensweisen, die würde ich so definieren, dass Menschen sich entscheiden, anderen Menschen zu schaden. Und zwar, weil sie gerade ihr eigenes Bedürfnis befriedigen, also dem, was in ihnen vorgeht, nachgehen und dabei eben anderen Menschen etwas antun, was die anderen Menschen nicht gut finden, sehr vereinfacht gesagt. Ich weiß, dass aber auch Menschen, die ganz schlimme Entscheidungen treffen und sehr schlimme Dinge anderen antun, dass die eigentlich immer auch Persönlichkeitsanteile haben, die nicht so tief böse sind. Genauso wie auch vielleicht der absolut moralisch lebende Mensch ab und zu doch etwas Egoistisches tut, also vielleicht auch ab und zu eine Handlung begeht, die einem anderen schadet, wo er seine Bedürfnisse über die anderer setzt. Da kommt es natürlich auf die Häufigkeit und das Ausmaß und die Folgen für die anderen an, wie stark man dann sagen würde, dass der eben sich böse verhält. Aber für mich gibt es nicht gute Menschen und böse Menschen, sondern es gibt Menschen, die häufiger oder schwerwiegender als andere Dinge tun, die anderen schaden. Bei denen, die das jetzt häufiger tun, woher kommt das dann? Liegt das in der Kindheit? Ja, das ist nicht ganz so einfach zu beantworten, weil es ja sehr verschiedene Tätertypen gibt, was die Sache so interessant macht. Wenn alle Menschen nur aus einem Motiv etwas Schlimmes tun würden, dann wäre es relativ simpel. Aber es gibt eben bei allen möglichen schweren Straftaten verschiedene Untergruppen von Tätertypen, die verschiedene Motive haben oder verschiedene Persönlichkeitszüge. Bei manchen sind mehr situative Faktoren entscheidend und bei anderen mehr wirklich Persönlichkeitseigenschaften, also Eigenschaften, die ganz fest sind in einem erwachsenen Menschen, wie er fühlt und denkt und deswegen auch handelt. Zum Beispiel Täterkategorie Menschen, die in einer Partnerschaft einen Intimpartner töten. Die haben statistisch gesehen eine recht niedrige Rückfallwahrscheinlichkeit, selbst ohne Therapie, weil sehr häufig sich aus einer längeren Beziehung heraus in einer spezifischen Situation dann eben ganz viele Facetten zusammen ergeben, die dazu führen, dass dieser Mensch in dieser Situation dann so ein Delikt begeht. Der würde aber jetzt nicht einfach normalerweise loslaufen und einfach irgendwen auf der Straße angreifen. Man muss also genauer hinschauen und dann gibt es andere Menschen, die immer wieder anderen wehtun, sie sexuell vielleicht missbrauchen, also Kinder missbrauchen oder vielleicht auch körperlich angreifen. Da könnten dann persönliche, in der Persönlichkeit befindliche Motive dahinter stecken. Man muss also genau gucken, ist es mehr situativ oder mehr persönlichkeitsimmanent, warum ein Mensch diese Entscheidung trifft. Ja. Jetzt gibt es ja
ganz schlimme Fälle, wie zum Beispiel jetzt vor einem Jahr oder so dieses berühmte Horrorhaus von Höxeter, da hattest du auch selber irgendwie eine Rolle dabei gespielt. Oh, Muss man da nicht irgendwo mal eine Grenze ziehen und sagen, so da ist es jetzt, also das ist jetzt wirklich überhaupt nicht mehr irgendwie zu begründen oder zu verstehen, was da passiert, oder kann man es doch verstehen? Ja, ich finde es wahnsinnig interessant, dass eigentlich jedes Verbrechen, wenn man es sich sehr genau anschaut und wenn man genug Informationen hat, eine Logik hat. Das versuche ich auch immer in den Büchern den Menschen zu erklären, obwohl eine Logik natürlich keine moralische Entschuldigung ist. Die Leute denken immer, ja, das ist eine Entschuldigung, wenn du erklärst, warum jemand das macht. Und ich will die Menschen aber nicht entschuldigen, sondern ich will nachvollziehbar machen, welche Entwicklungen dann dazu führen, dass jemand in einer bestimmten Situation so eine Entscheidung trifft. Natürlich auch, weil man, wenn man es versteht, auch an Prävention arbeiten kann. Zum Beispiel, dass Menschen sich gar nicht erst in so eine Richtung entwickeln oder dass man Warnzeichen erkennt, bevor jemand so weit geht. Und deswegen ist ja Forschung in dem Bereich auch sehr wichtig. Auf jeden Fall ist auch in diesem Höxter-Fall, der ist wirklich faszinierend, weil einerseits sehr viel Grausamkeit da eine Rolle spielte und das natürlich in einer Gemeinde passiert ist, wo auch andere Menschen lebten und wo sich dann hinterher natürlich viele gefragt haben, wie kann denn sowas nicht auffallen? Ich selber bin sogar nach Höxter gefahren, weil mich einige Leute aus Höxter bei meinen Vorträgen angesprochen haben. Die sind tatsächlich zu meinen Vorträgen, die weiter weg waren, gefahren, weil die sich gefragt haben, was könnte denn in unseren Nachbarn vorgegangen sein, dass die so etwas getan haben. Und da möchte ich auch sagen... Vielleicht kannst du nur mal kurz erzählen, was da war. Ja, da war ein Paar, das eigentlich ein Ehepaar war und sich dann hat scheiden lassen, eher aus finanziellen Gründen, aber weiter im Prinzip als Paar über viele Jahre zusammenlebte. Und der Mann hat immer wieder Frauen über Kontaktanzeigen gesucht und diese Frauen, die dann so weit gegangen sind, bei ihm einzuziehen, weil sie glaubten, dass die Partnerin von ihm eigentlich seine Schwester ist, die wurden dann sehr bald erst emotional und dann sehr schnell auch körperlich misshandelt und einige sind auch gestorben an den Misshandlungen. Die Nachbarn und die ganze Gemeinde waren total geschockt und es ist hinterher natürlich immer leicht, sich zu fragen, warum merkt das einer nicht, aber ich möchte sagen, nur weil zum Beispiel ein Pärchen sich oft laut streitet, kann man ja nicht direkt annehmen, dass da so etwas geschieht. Oder wenn Leute eher zurückgezogen leben und so ein bisschen als, ich sag mal, Assi gelten. Da gibt es in jedem Dorf garantiert mindestens ein paar Leute, die vielleicht auf so eine Beschreibung zutreffen, die sich laut streiten, die sich zurückziehen, wo das Haus so ein bisschen runtergekommen aussieht oder die Wohnung. Natürlich kann man nicht in solchen Fällen mal prinzipiell von ausgehen, dass da ganz schwere Verbrechen dieser Art begangen werden. Und von daher ist es ein bisschen falsch anzunehmen, dass das jemand hätte so mitkriegen müssen. Denn davon kann man ja nun einfach prinzipiell nicht ausgehen. Und so ist es im Einzelfall immer schwierig, wenn man hinterher sagt, ja, das hätte doch einer mitkriegen müssen. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung, dass bei Tätern, die in der Familie oder im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis Sexualstraftaten begehen, dass da ganz oft alle, die denen nahestehen, sagen, ich kann das gar nicht glauben und ich kann es nicht begreifen. Diesem Menschen würde ich das niemals zutrauen. Und wo selbst also sehr Angehörige, sehr nahestehende Menschen sagen, okay, selbst wenn er das jetzt gesteht, ich kriege das nicht zusammen mit dem Bild, das ich von dem Menschen habe, was der jetzt gestanden hat, was er getan hat. Und das Problem ist eben, dass viele Menschen glauben, schlimme Verbrechen werden nur von so schwarzen Männern begangen, die so quasi wie Monster sind, die man sofort erkennen würde. Und das ist eben totaler Quatsch. Was ich auch immer wieder feststelle, wenn wir Praktikanten haben in Gruppentherapien, also Studenten, die dann ein Praktikum im fortgeschrittenen Studium machen und die immer sagen, wow, die sind alle so nett und wirken sympathisch und dann lese ich die Akten und ich kriege die Akten kaum zusammen mit dem Eindruck, den ich von diesen Menschen gewinne, weil die einfach ganz freundlich sich mir vorstellen. Und genau, das ist der Punkt. Man erkennt es nicht bei Menschen, wenn die unglaublich schlimme Verbrechen begehen. Und sehr oft denken auch Täter selbst, dass sie selbst keine bösen Menschen sind. Man denkt auch irgendwie aus Stereotyp, ach so, es gibt so Bösewichte, die dann so sagen, ha, 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 ich bin so böse und das merkt keiner. Aber in den allermeisten Fällen wollen selbst Leute, die anderen sehr schlimme Dinge antun, vor sich selbst eine Rechtfertigung finden. Die haben dann Rationalisierungen. Die sagen dann, oh, bestimmte Umstände haben dann dazu geführt. Die sagen auch häufig, oh, mir geschieht das nicht nochmal. Also dann sagen wir, es geschieht ihnen nicht, sondern sie entscheiden sich etwas zu tun, sie tun etwas. Die weisen das von sich und die sagen dann sehr oft, wenn sie über ihre Taten sprechen, ja, da hat man dann gedacht, oh,
Mann. Ne? Also selbst in den Formulierungen merkt man, dass die sich distanzieren davon, was sie getan haben, weil sie eigentlich sich selbst nicht für böse Menschen halten. Und das ist auch ein Teil von Therapien, ihnen klarzumachen, dass sie Verantwortung übernehmen müssen und dass sie sich nicht so distanzieren können von dem, was sie getan haben, damit sie eben in Zukunft andere Entscheidungen treffen. Auf jeden Fall ist das Leben nicht ganz so einfach und ich weiß, dass sozusagen das Grauen sozusagen überall herrscht, dass sehr viel Dinge in Familien ablaufen, emotionale, körperliche und sexuelle Gewalt, wo man von außen überhaupt nicht glauben würde, dass das abläuft, dass es da hohe Dunkelziffern gibt, dass gerade Täter, die den Opfern nahestehen, sehr häufig nicht angezeigt werden. Und es sind nicht einfach nur, ich sag mal, diese schwarzen Männer im Wald, die man sich vorstellt, sondern die ganz schlimmen Dinge passieren halt überall. Und jeder Mensch kennt wahrscheinlich irgendwen, von dem er das gar nicht denken würde, der zum Beispiel Kindermissbrauchsbilder, wie wir es nennen, konsumiert, der vielleicht Interessen hat in so eine Richtung oder vielleicht schon mal irgendein Sexualdelikt begangen hat und wo man sich das gar nicht vorstellen kann. Und das ist eigentlich das, was man wissen sollte. Sie sind sozusagen überall die Menschen, die böse Dinge tun und man muss etwas tun, damit weniger Menschen böse Dinge tun, also anderen was antun. Und da braucht man Prävention und wissenschaftliche Forschung, damit es halt gute Programme gibt, damit es vielleicht in der nächsten Generation immer weniger wird. Das wäre so mein Ziel. Das ist auch dein beruflicher Auftrag. Du arbeitest in einem Gefängnis. Und in einer Sexualstraftäterambulanz. Beides. Beides. Also du hast tatsächlich mit den harten Jungs, ich finde meistens Jungs zu tun. Ja. Meine Klienten sind alle männlich tatsächlich. Tatsächlich. Mhm. Und wie reagieren die auf dich? Eigentlich wahrscheinlich so, wie jemand auf einen Arzt reagieren würde. Die sehen mich ja in meinem Beruf. Die wissen, ich habe eine Ausbildung und soll halt mit dem, was sie da getan haben, arbeiten. Und meistens sind sie auch ganz froh, wenn sie endlich mal alles Mögliche loswerden können in Therapien. Also wenn die schon ein bisschen Vertrauen gefasst haben, sagen sie auch, wem soll ich sonst erzählen, was in mir vorgegangen ist oder warum ich das getan habe. Ich kann ja mit niemandem darüber reden, das würde ja auch niemand begreifen und ich schäme mich auch ganz furchtbar. Und von daher ist es eigentlich eher so, dass sie meinen Beruf sehen. Dass sie froh sind, dass es Menschen wie mich gibt. Ich habe ja auch viele Kollegen, die in meinem Job arbeiten. Und wir alle werden, denke ich, einfach eher als die Therapeuten gesehen, die halt mit ihnen arbeiten können und nicht irgendwie als Privatmenschen, die sagen einfach, gut, dass es einen Ort gibt, wo wir das auch mal loswerden können. Zumindest viele von ihnen. Wenn es um Verbrechen geht, geht es ja immer oft um große Emotionen, schlimme Emotionen. Da gibt es Täter, es gibt Opfer. Aus Sicht der Opfer und oft auch aus der Sicht der Gesellschaft kommt oft der Vorwurf, man würde sich bei Straftaten immer sehr stark um die Täter kümmern, aber nicht um die Opfer. Ja. Was würdest du dem entgegenhalten? Ich kenne das Prinzip oder diesen Vorwurf und ich bin halt der Meinung, man muss einfach beides tun. Das eine sollte nicht das andere verhindern. Es wird ja auch unterschiedlich finanziert, muss ich dazu sagen, weil normalerweise zum Beispiel Psychotherapien für Opfer über Krankenkassen bezahlt werden. Die Tätertherapien werden über teilweise das Justizministerium finanziert. Also aus anderen sozusagen Töpfen werden die verschiedenen Therapien für Täter oder für Opfer bezahlt. Es ist aber auch so, dass viele Täter erstens selber früher Opfer waren, was nochmal keine Entschuldigung sein soll. Aber es gibt schon einen hohen Anteil, die körperlich, emotional oder sexuell misshandelt wurden in der Kindheit, ganz klar. Und die das meistens auch erst irgendwann spät im Verlauf der Therapie sagen und noch nicht mal in einer Gerichtsverhandlung oder so gesagt haben. Das ist also auch nicht dieses Argument, wo viele sagen, oh, der erzählt jetzt eine traurige Geschichte, um besser davonzukommen. Also ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass die solche Geschichten gar nicht im Laufe einer Verhandlung oder so erzählen, sondern erst viel, viel später, wenn sie wirklich schon sich auseinandersetzen damit, welche Folgen Traumatisierungen auch für Opfer haben und dann anfangen darüber nachzudenken, dass ihnen ja auch bestimmte Dinge geschehen sind. Auf jeden Fall, erstens, wie will man dann sagen, oh, wie viel Prozent dieses Menschen X ist jetzt der Täteranteil und wie viel Prozent ist jetzt der Opferanteil? Das ist auch oft eine ziemlich knifflige ethische Frage, würde ich es mal nennen. Und zweitens weiß ich, dass wenn wir sie gut therapiert kriegen, das geht nicht bei jedem. Es gibt erstens mal Täter, die mit den Mitteln der heutigen Wissenschaft noch nicht therapierbar sind, aber die kommen dann entweder in Sicherungsverwahrung und bleiben da dann auch oder im Maßregelvollzug. Da gibt es also Mittel, wo man diese Menschen dann auch eben hinbringt, damit sie keine mehr schaden können. Aber die große Masse derjenigen, die therapierbar sind, wenn die dann wirklich die Therapie zu Ende durchziehen, dann ist die Rückfallwahrscheinlichkeit deutlich gesenkt.
Und es gibt nicht dieses 100% oder 0% Prinzip, aber man kann einfach sagen, die Effekte sind deutlich da. Dann kriege ich immer das Argument, ja, aber man könnte sie ja auch alle wegsperren. Dann sage ich, in Utopia vielleicht schon, aber ganz ehrlich, das kann sich kein Staat der Welt leisten. Ich habe das auch in meinem ersten Buch Auf dünnem Eis beschrieben, in einem Kapitel, dass das tatsächlich gar nicht geht. Da müsste man irgendwo irgendwie eine Insel vielleicht kaufen und das müsste man dann finanzieren. Also es ist tatsächlich rational nicht machbar. Dann kommt immer das nächste Argument, ja, dann alle umbringen. Sag ich, also erstens würde man dann wahrscheinlich auch recht viele Unschuldige hinrichten. Das kennt man aus den USA, wenn man sich damit beschäftigt. Das ist natürlich auch nicht gerade schön. Und zweitens, der Prozess, der zu einer Hinrichtung führt, wenn man das mal mit den USA zum Beispiel vergleicht, wenn man wirklich versucht, einen umfassenden Prozess möglich zu machen und nicht einfach zu sagen, oh, der ist mir unsympathisch, den richten wir jetzt hin, weil Gott sei Dank leben wir nicht in den Zeiten, in denen das so einfach ist. So einen Prozess durchzuführen ist ungefähr noch teurer, als so einen Straftäter für immer wegzusperren. Das heißt, beide Optionen sind real nicht bezahlbar für, ich sag mal, prinzipiell alle schweren Straftäter. Und deswegen, rational betrachtet, muss man halt genauer hinschauen und die Spreu vom Weizen trennen und gucken, bei welchen kann man deutlich was verbessern, bei welchen kann man nichts verbessern, die müssen dann für immer weggesperrt werden. Aber man muss das halt entscheiden. Und mit unserer Arbeit, würde ich sagen, tragen wir sehr stark dazu bei, dass Täter irgendwann, nachdem sie gebüßt haben für das, was sie gemacht haben, auch ein Leben führen können, in dem sie keinem mehr schaden. Und das ist die unter den realen Bedingungen der Realität, in der wir leben, bestmögliche Option. Gibt es denn die Möglichkeit überhaupt in unserem Strafsystem jemanden sozusagen dann mit Sicherheitsverwahrung und dann wieder Sicherheitsverwahrung immer wieder, wenn also, die Prognosen entsprechend sind, dann wegzusperren? Also um genau zu sein, zum Beispiel Sicherungsverwahrung wird alle, ich glaube, 3 Jahre überprüft. Müsste ich nochmal nachlesen, wie das aktuell ist. Aber auf jeden Fall, es gibt Fälle, die dann immer wieder als noch gefährlich eingestuft werden. Da geht es ja auch nicht darum, der wird 100%ig rückfällig oder 0% rückfällig. Das habe ich auch in dem Buch erklärt, dass das so nicht funktioniert, sondern es wird aufgrund ganz vieler objektiver Fakten, die zusammengetragen werden, anhand von wissenschaftlichen Methoden sozusagen gewichtet werden. Das ist ein komplizierter, sehr mathematischer Prozess, den habe ich da kurz zusammengefasst. Wird dann gesagt am Ende, der ist zu diesem Zeitpunkt hochrückfallgefährdet oder mittelmäßig rückfallgefährdet oder niedrig rückfallgefährdet. Also es sind immer Wahrscheinlichkeitsberechnungen und bei Menschen, die wirklich sehr, sehr schwere Risikofaktoren beinhalten, sagen wir mal einen hohen Psychopathiewert und jetzt mal Worst-Case-Szenario auch noch einen gefährlichen sexuellen Sadismus. So jemand hat in der heutigen Zeit sehr schlechte Karten, nochmal entlassen zu werden, außer vielleicht im Rollator, wenn er also so alt ist, dass er aus körperlichen Gründen nichts mehr tun kann. Also es wird schon bei sehr schweren Fällen durchaus dafür gesorgt, dass da die Allgemeinheit geschützt wird. Nun gibt es ja in der Philosophie schon seit Hunderten von Jahren, jetzt befeuert durch die modernen Neurowissenschaften, die berühmte Debatte über die Willensfreiheit, wo man dann ja schon in Frage stellen kann, ob es denn sowas wie eine Entscheidung, eine völlig freie Entscheidung überhaupt tatsächlich gibt oder ob das nicht alles irgendwie vorbestimmt sei. Da kann man ja unterschiedliche Positionen vertreten. Ja. Das hat ja dann unmittelbare Auswirkungen auf deine Arbeit. Welche Position vertrittst du denn da? Ja, das finde ich echt schwierig, weil ich habe mal einen tollen Vortrag gehört auf der Forensikertagung in Eichelborn von einem Juristen. Ich müsste nochmal den Namen nachreichen. Auf jeden Fall hatte der sich da aus juristischer Sicht mit auseinandergesetzt und ich fand seinen Vortrag da recht schlüssig. Da könnte ich mich inhaltlich grob anschließen. Jetzt bin ich aber kein Jurist und kann das eben nicht aus der juristischen Sicht sagen. Nur kurz gesagt, selbst wenn man davon ausgeht, dass natürlich die Entscheidung zum Zeitpunkt X von der Mischung aus allen Persönlichkeitseigenschaften einer Person plus allen situativen Faktoren in dieser Situation, ne, Persönlichkeitseigenschaften plus Vorerfahrungen und so weiter, wenn man jetzt sozusagen wie in einer mathematischen Gleichung alle Eigenschaften auf dem Tisch hätte, so genau können wir Menschen auch nicht analysieren, ich sage noch, weil vielleicht wird das irgendwann gehen, aber wenn man das alles zusammen hätte, könnte man zumindest theoretisch annehmen, dass es vielleicht möglich wäre zu sagen, okay, der wird genau in dieser Situation mit seiner Konfiguration genau diese Entscheidung treffen. Da wäre ja dieses Argument, okay, dann ist er ja nicht frei in seinem Willen. Ob das so ist, da streiten sich die Geister und ich würde auch niemals sagen, ich weiß es hundertprozentig sicher. Dafür bin ich sicherlich nicht tief genug in Philosophie und auch Neurowissenschaften drin, um das jetzt hundertprozentig sozusagen entscheiden zu können. Aber ich tendiere dazu anzunehmen,
dass es tatsächlich so ist, dass manche Menschen es deutlich schwerer als andere haben, zum Zeitpunkt X eine gute Entscheidung zu treffen. Ob das jetzt hundertprozentig unmöglich ist oder ob sie einfach zu 80% oder zu 60% von ihren Eigenschaften bestimmt sind, das ist vielleicht auch unterschiedlich. Aber klar, ein Mensch, der zum Beispiel sehr dissozial ist, also mit Klienten, mit denen ich arbeite, der wenig Angst hat, sehr viel Abenteuer braucht, sehr schlecht Belohnungen aufschieben kann, wenn der all diese Eigenschaften hat, und das sage ich auch in den Büchern, dann hat er es natürlich mit diesen Eigenschaften schwerer zu sagen, er führt ein nicht egoistisches Leben, eins, wo er auch keine Straftaten begeht, als ein Mensch, der all diese Risikoeigenschaften nicht hat. Klar. Das wird ja teilweise auch juristisch berücksichtigt, aber ich bin ja zum Glück kein Jurist. Aber auf jeden Fall, in dem juristischen Vortrag, den ich gehört habe, war es so, selbst wenn wir davon ausgehen, dass diese Willensfreiheit sehr klein ist bei manchen Menschen, dann muss man doch, solange sie einsichts- und steuerungsfähig sind, das ist ja das, was nun mal in Deutschland juristisch relevant ist, solange muss man sie auch dafür verantwortlich machen, damit es in der Gesellschaft überhaupt Regeln gibt und sozusagen die Gesellschaft funktioniert. Also summa summarum war das Ergebnis dieses Vortrags, dass selbst bei den Leuten, die einsichts- und steuerungsfähig sind, während sie eine Straftat begehen, und sagen wir mal, okay, sie hätten mit zwei, drei anderen Eigenschaften jetzt nicht diese Entscheidung getroffen, trotzdem müssen sie bestraft werden, wenn nämlich alle Strafen weg wären, dann würde die Gesellschaft zusammenbrechen und sozusagen die Kosten, die entstehen würden, wären nicht in Relation zu setzen zu dem Nutzen, den es hätte, das Individuum zu entlasten moralisch. Also das war ein sehr komplizierter und langer Vortrag, aber das ist die Quintessenz, die ich da am Ende draus gezogen habe. Trotzdem gibt es ja in Deutschland eben diese Einsichts- und Steuerungsfähigkeitsbestimmung. Das heißt, wenn jemand nicht weiß, dass er was Schlimmes tut, weil er zum Beispiel gerade wirklich schwer wahnhaft ist und sicher ist, dass sein Nachbar ein Außerirdischer ist, der die Menschheit vernichten will, und er glaubt das, weil er wirklich sehr schwer erkrankt ist, dann kann man ihn nicht bestrafen. Und doch wird er natürlich so lange in eine Maßregelvollzugsanstalt gehen und Medikamente bekommen, bis er halt möglichst nicht mehr in dieser wahnhaften Problematik ist. Und es gibt auch Menschen, die dann zum Beispiel in den Maßregelvollzug kommen und die Medikamente schlagen nicht gut an und die bleiben dann halt auch, wenn sie Pech haben, ihr Leben lang erkrankt in so einer Einrichtung, um eben die Allgemeinheit vor ihnen zu schützen. Und mit der Steuerungsfähigkeit ist halt, sie wissen zwar, dass es falsch ist, können in dem Moment es aber nicht entscheiden, weil zum Beispiel Schlafentzug und oder Alkohol, Drogen oder sonstige Sachen zusammenkamen und in dem Moment eine Reaktion erfolgt ist, die nicht irgendwie rational durchdacht war, sondern eben durchgebrochen ist, wie ein Impuls. Und auch da gibt es dann verminderte Schuldfähigkeit oder im Extremfall Schuldunfähigkeit. Aber für beide Fälle haben wir ja eigentlich eine juristisch, finde ich, ganz gute Lösung in Deutschland. Also es ist nicht optimal, aber auch hier würde ich sagen, ist es im Großen und Ganzen eine vernünftige Grundidee, wie es geregelt ist. Also zwei Gründe fürs Wegsperren hast du tatsächlich genannt. Das eine ist der Schutz der Gesellschaft. Ja. Und das andere wäre die Therapie, ja, die dazu beitragen soll, dass man dann also den Betreffenden auch wieder in die Gesellschaft eingliedern kann. Genau. Wie sieht es denn mit Sühne aus deiner Sicht? Ja. ist das ein guter Grund, jemanden wegzusperren? Ja, nun, ich denke, man muss schon natürlich sollte man Menschen, die eben wissen, dass das, was sie getan haben, falsch ist und sich anders hätten entscheiden können, also sagen wir mal schuldfähig sind im juristischen Sinne, diese Menschen müssen natürlich eine Strafe bekommen. Jetzt kann man sich, und ich weiß, das wird sehr doll diskutiert, fragen, ja, was ist denn eine angemessene Strafe? Dieses Auge-um-Auge-Prinzip aus dem Alten Testament, da sind wir ja schon von weg. Und ich glaube halt, eine Strafe muss sein. Ich glaube aber auch, dass es für gewisse Dinge keine gerechte Strafe gibt. Also das Leid, das zum Beispiel erzeugt wird, wenn, sagen wir mal, ein Kind missbraucht wird, und die Folgen, die das für das ganze Leben eines Kindes hat, wie will man das jetzt, ich sag mal, gerecht aufwiegen? Das ist wirklich schwierig. Also ich persönlich würde sagen, egal was sich die Leute ausdenken, sowas wie Gerechtigkeit gibt's da eh nicht. Und das habe ich in dem ersten Buch auch geschrieben. Ich persönlich glaube einfach nicht, dass es Gerechtigkeit prinzipiell wirklich gibt. Man kann nämlich das Leid, das erzeugt ist, nicht irgendwie wieder gut machen damit. Geht halt nicht. Und es muss natürlich eine Strafe geben. Und man kann sich darüber streiten, ob man mehr oder weniger Lebensjahre jetzt für eine Straftat X verbüßen sollte. Das sollten die Juristen dann klären. Natürlich kann man da unterschiedlicher Meinung sein, wie viele Jahre wären jetzt angemessen. Aber selbst wenn man eben jetzt 30 Jahre oder 20 Jahre oder 10 Jahre ausspricht, wird das Leid ja trotzdem nicht besser. Und ich weiß nicht, ob
das dann wirklich dem Gerechtigkeitsempfinden des Individuums dann wirklich entspricht, wenn man da jetzt um ein paar Jahre mehr oder weniger sozusagen sich streitet. Ich glaube aber schon, dass zum Beispiel, was ja in Deutschland lebenslänglich wäre, 15 Jahre mindestens. Ich weiß von Gefangenen, die so lange im Gefängnis sind, dass das schon sehr beeindruckend ist. Also es ist schwer vorstellbar für einen Außenstehenden, aber Gefängnisleben ist schon kein Hotel und es ist schon krass, wie eng so eine Zelle ist und wie krass es ist, absolut überhaupt keine Privatsphäre zu haben und null Selbstbestimmung. Und das nagt schon an den Leuten. Und wenn die also 10, 15 Jahre wirklich gesessen haben, dann sind die schon sehr beeindruckt. Und die allermeisten sagen auch, dass sie echt alles wollen, nur irgendwann nochmal Freiheit haben. Also ich hatte Gefangene, die dann irgendwann auch rauskamen nach einer Therapie und sich ab und zu noch melden tatsächlich und sagen, es geht ihnen gut und sie haben hier einen Job gefunden und sie haben ihr Leben so weit aufgebaut. Und die sagen dann, wie schön es ist, einen Spaziergang zu machen. Also die freuen sich über Sachen, die sich ein normaler Mensch nicht vorstellen kann. Einfach zu sagen, ich kann einfach rausgehen, ich kann einfach in der Sonne stehen. Also das sind Sachen, die kann man sich nicht vorstellen als Mensch, der nie in Haft war. Aber ich denke, dass so eine Haftstrafe, gerade so 10 oder 15 Jahre, auch wenn der Durchschnittsbürger sagt, ach, was sind 10, 15 Jahre? Das ist schon eine Hausnummer, die die Leute sehr, sehr krass beeindruckt. Und von daher, ja. Man fängt ja meistens immer ein bisschen kleiner an. Erstmal mit kleineren Haftstrafen. Ja, genau. Erstmal mit sehr, ja, und dann irgendwann mal werden die Delikte dann schlimmer. Ja. Gäbe es denn aus deiner Sicht irgendwo etwas, was man im Strafvollzug, in der Rechtsprechung, ja in der ganzen Praxis tun könnte, sodass man diesen Teufelskreis durchbricht und dass man eben Leute ja nicht einsperrt und dann sozusagen in die die Karriere dann vorherbestimmt? Gäbe es da Alternativen aus deiner Sicht? Naja, Alternativen. Ich glaube, man kann niemals alle Verbrechen verhindern, selbst wenn man die besten Präventionsprogramme macht. Man kann aber vielleicht schon zumindest einen gewissen Prozentsatz wahrscheinlich verringern, wenn man zum Beispiel schon mal, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es niemals einen Staat geben wird, der genug Geld hat, um die Kapazitäten aufzubringen, um alle Präventionsprogramme durchzuziehen, die ich mir in meinem Utopia vorstellen würde, ja. Aber zum Beispiel sehr viel mehr Hilfen für Problemfamilien und sehr viel mehr schon bei frühen Auffälligkeiten von Kindern Interventionen, auch intensive Interventionen. Zum Beispiel, Gott sei Dank, werden heutzutage ja schon Kinder aus Familien genommen, die körperlich misshandelt werden oder wo man ganz klar sieht, körperliche, sexuelle Misshandlungen. Eine Sache, die ich echt schwierig finde, ist, dass zum Beispiel emotionale Misshandlungen, die sind ja nicht so leicht zu objektivieren. Und das ist noch ein Feld, wo ich fände, es wäre gut, wenn da noch mehr Forschung da wäre und man vielleicht bessere Prävention hätte. Weil solange man sein Kind nicht schlägt und verhungern lässt, kann man emotional, sage ich mal, böse so grausam sein, wie man will. Und das ist noch eine Schwachstelle, wo sich auch sehr ungünstige Entwicklungen dann ergeben, wo ich denke, da könnte man vielleicht auch ein bisschen optimaler rangehen. Das wird sicher nicht in nächster Zukunft passieren, aber vielleicht ja irgendwann in 20, 30 Jahren. Und ja, wenn man einfach viel mehr sehr früh ansetzen würde, weil die meisten der Straftäter, die ich am Ende habe, die haben schon als Kinder und in Familien gelebt, wo Auffälligkeiten bestanden. Und da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, um diese Entwicklung zu verhindern. Also Prävention im frühen Lebensalter ist definitiv ganz entscheidend. Und ich habe auch einige meiner Straftäter gefragt, so, was würden Sie denn sagen, was wäre eine gute Prävention? Was hätte Ihnen denn sozusagen vielleicht noch rechtzeitig helfen können? Unterschiedliche Antworten bekommen, gerade bei Gewaltstraftätern. Die haben gesagt, okay, als junge Gewaltstraftäter die ersten Strafen, da dachten die halt noch, ach, ich kriege ja gar nicht so eine harte Strafe. Dann kam aber die erste harte Strafe, dann waren sie total geschockt. Teilweise haben sie in Gefängnissen, in, ich sag mal, normalen Gefängnissen gesessen, wo aber ganz viele andere Dissoziale waren, wo sich solche Strukturen auch verschlimmern können. Und viele von ihnen haben gesagt, erst jetzt in so einer Therapie, wo ich jetzt eine wirklich krassere Strafe habe, bin ich gezwungen, mich mal auseinanderzusetzen mit mir. Die Gewaltstraftäter zum Beispiel, das sind oft Menschen, die vor sich selber sehr lange wegrennen und die alles dafür tun, um bloß keinen Moment mit sich alleine zu sein, weil sie halt einen ganzen Haufen Probleme haben, die sehr bedrohlich sind.
dann ziehen sie sich Drogen rein oder Alkohol oder sonstige Aktivitäten, um bloß nicht mit sich konfrontiert zu sein. Und die meinen halt, ja, vielleicht ein bisschen früher schon mal so festgesetzt sein und schon direkt in eine Therapie hineinmanövriert zu werden, gezwungen zu werden, sich mit sich auseinanderzusetzen, wäre vielleicht ganz gut gewesen. Das ist auch interessant, weil ich zum Beispiel eine Gruppe leite, wo Leute zwischen Mitte 20 bis Mitte 50 sitzen. Also da sitzen dann Leute mit ganz ähnlichen Lebensgeschichten in drei Generationen nebeneinander. Und wo dann manchmal die Älteren sagen zu den Jüngeren, Mann, Junge, ich hoffe, du kriegst jetzt die Kurve, weil ich wünschte, ich hätte die vor 30 Jahren gekriegt. Da hätte ich mir so viel erspart und meiner Familie so. Das ist irgendwie rührend manchmal. Und und einige von den älteren Gewaltstraftätern sagen auch, dass wenn sie rauskommen, dass sie super gerne bei jungen Dissozialen ins Gefängnis gehen würden und sagen würden, ey, pass mal auf, ich erzähl dir mal, wie so deine Zukunft aussieht, ne? Und ich bin auch so ein harter Typ wie du gewesen und ich weiß nicht, ob dir das wert ist, die vielen Lebensjahre, weil wenn man so alt ist wie ich, dann weiß man, ist irgendwie scheiße, viele Jahre seines Lebens weggeworfen zu haben. Finde ich ganz cool, also vielleicht wäre das auch ganz hilfreich, ältere Menschen mit so einer Entwicklung zu Jüngeren zu schicken und dann wirklich zu sagen, ey, guck mich an, ich bin du in 30 Jahren. Überleg dir mal, ob du da wirklich Bock drauf hast. So. Da gibt es ganz viele Ansätze und diese ganzen Ansätze könnte man wahrscheinlich kombinieren. Prävention, aber auch solche Ansätze, ja. Das wäre doch mal ein Thema für ein neues Buch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe noch sehr viele Ideen, also für Bücher, in der Tat. Könnt ihr mehr machen. Mhm. Nun bist du ja auch bei der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften im Wissenschaftsrat. Ja. Und hast dich dort auch mit, ich sag mal ganz allgemein mit dem Aberglauben beschäftigt. Ja. Du hast auch einen Artikel im Skeptiker veröffentlicht, genau, über die Thesen von Walter von Lukadou. Ja. Was ist denn deine Motivation, so in diesem Skeptikerbereich da tätig zu sein? Also. Oh ja, ganz anderes Thema quasi, obwohl es hat schon was gemeinsam. Ich liebe es, Dinge logisch zu verstehen. Das ist, glaube ich, bei uns ein bisschen in der Familie. Meine Mutter ist Mathematikerin und so und wir stehen halt auf Logik und Rätsel und so. Und deswegen, ich fand es schon recht früh interessant, weil ich in Polen sozialisiert bin und in Polen ist Aberglaube sehr verbreitet und Religion spielt nochmal eine ganz andere Rolle. Und ich fand vieles an abergläubischen Dingen, auch teilweise an religiösen und vermischt abergläubisch-religiösen Ansätzen in meiner Ursprungskultur schon früh etwas unlogisch oder einfach unsinnig. Und angefangen bei sowas, da habe ich vorhin noch mit meinem Lebensgefährten drüber geredet, dass meine Oma in Oberschlesien sozialisiert immer zu mir sagte, pfeif nicht, denn wenn ein Mädchen pfeift, dann weint die Mutter Gottes. Da habe ich schon mit 8 gesagt, Oma, wenn die Mutter Gottes keinen besseren Grund hat, um zu weinen, dann ist sie doch blind für die Welt. Also Logik, ja. Und ich war wirklich erstmal sehr aktiv, früher in der Kirche und dann natürlich auch mit diesen ganzen abergläubischen Sachen in Polen. Zum Beispiel, wenn man ein Brot mit der runden Seite auf den Tisch legt, dann fangen alle an zu schreien, oh mein Gott, das bringt Unglück. Und lauter so Sachen, die dann einfach im Alltag bei uns relativ verbreitet waren. Und ich habe ziemlich früh angenommen, dass das Quatsch ist, wollte aber wissen, warum glauben das die anderen und warum scheint das so weit verbreitet zu sein auf der Welt. Und da fand ich irgendwann, als ich mich damit beschäftigte, dann die Skeptiker und habe da quasi genau die Ansätze gefunden, die ich gesucht habe, um endlich mal Antworten zu kriegen auf die Frage, warum die ganzen Leute das glauben, was ich schon relativ früh nicht so ganz nachvollziehen konnte. Und warum glauben sie es? Ja, das hat ganz viele tolle Funktionen. Also einerseits gibt es natürlich Gehirnprozesse, die begünstigen, dass man selektive Wahrnehmung zum Beispiel hat, dass man also diese typischen Geschichten, oh ja, jemand ist gestorben und ich habe genau 2 Nächte vorher geträumt, dass der stirbt. Ja, weil man wahrscheinlich 30.000 Mal geträumt hat, dass jemand stirbt und wenn mal einer stirbt, dann selektive Wahrnehmung, hatte man ja den prophetischen Traum. Oder auch sehr weit verbreitet in meinem sozialen Umfeld damals Kartenlegen, wo ich ganz schnell beobachtet habe, dass die ganzen Kartenlegerinnen im Prinzip ihren Kundinnen genau das erzählt haben, was sie hören wollten und einfach nur eine gute Menschenkenntnis hatten. Also Sachen erzählt haben, die jeder denen hätte erzählen können, wenn er sie ein bisschen einschätzen konnte. Und aber auch das Bedürfnis, sagen wir mal, natürlich auch, dass was Höheres da ist, dass es ein Schicksal gibt, dass nicht alles total chaotisch und unvorhersehbar ist, sondern vielleicht eben die Sterne oder sonst irgendwas darüber entscheiden und vielleicht die Hoffnung des Menschen, wenn ich mein Horoskop lese oder wenn ich bete, dann kann ich
vorhersehen, was mir passiert wird, oder ich kann ein bisschen darauf Einfluss nehmen und dann ist die Welt nicht total so gruselig und unvorhersehbar. Und ich persönlich glaube halt einfach, dass jedem Menschen jederzeit überall alles passieren kann und dass mir einfach ein Klavier auf den Kopf fallen kann, wenn ich die Straße lang laufe und da jemand umzieht, und dieses Wissen, dass jederzeit alles geschehen kann und es einfach unvorhersehbar ist und auch nicht unbedingt was mit Gerechtigkeit zu tun hat, ist halt eher unangenehm. Und diese Urtendenzen zu esoterischen, abergläubischen Überzeugungen, die haben natürlich viele Ursachen, aber im Prinzip helfen sie den Menschen ein bisschen zu glauben, sie hätten Kontrolle über ihr Schicksal, über ihr Leben, und sie können sich sicher fühlen und sie sehen halt irgendwie Ursache, Wirkung, Zusammenhänge, die gar nicht real sind. Ist es dann vielleicht sogar gut, dass diese Mechanismen existieren? Ja klar, war es gut und ist es wahrscheinlich für einige Menschen auch. Ich bin auch zum Beispiel der Meinung, dass es durchaus Menschen gibt, die wahrscheinlich besser damit dran sind, eine esoterische oder religiöse Überzeugung zu haben, als wenn sie sie nicht hätten. Es gibt Menschen, denen tut das gut, was weiß ich, zu ihren Engeln zu beten oder was auch immer es für Überzeugungen gibt, solange sie das gut nutzen und solange sie sich wohlfühlen damit und ihr Lebensqualitätsfaktor damit erhöht wird, super, bitteschön. Ja, ich würde auf gar keinen Fall allen Menschen alle ihre esoterischen Überzeugungen wegnehmen wollen, damit die dann dastehen und sagen, oh je, mir kann jederzeit alles passieren und es gibt kein Leben nach dem Tod, und dann total unglücklich sind. Welchen Sinn hätte das? Also muss man dann im Einzelfall sehen, wo ist es eher gut und wo wird es halt unangenehm und gefährlich? Bedauerst du dann, dass du diese Fähigkeit jetzt als Skeptiker nicht mehr hast? Oder hast du damit deinen Frieden gemacht? Ich muss sagen, ich glaube, es gibt das tolle Konzept vom gerechte Weltglauben in der Sozialpsychologie. Als ich das gelesen habe, da wurde mir einiges klar. Die allermeisten Menschen haben halt ganz unbewusst diesen Glauben an eine gerechte Welt. Das heißt, sie denken, wenn ich ein guter Mensch bin, dann ist die Chance, dass mir was Schlimmes passiert, nicht so hoch. Anderen Menschen passiert was, aber das wird schon irgendwie einen kosmischen Sinn haben. Und solange ich das Richtige tue, werde ich hoffentlich geschützt vor was Schlimmem. Das ist eben auch so ein Mechanismus, der uns hilft, dass wir nicht ständig Panikattacken kriegen und denken, oh Gott, ich könnte jederzeit überall sterben. Ich habe diesen Glauben noch nie gehabt. Das muss irgendeine Persönlichkeitseigenschaft sein, sicherlich. Und Gott sei Dank habe ich aber gleichzeitig nicht die ganze Zeit Panikattacken und sitze in der Wohnung und hoffe, dass das Haus nicht zusammenbricht, weil ich einfach, ich würde es radikale Akzeptanz nennen, mir sage, okay, ich kann jederzeit sterben oder mir kann was Furchtbares passieren. Das kann ich aber eh nicht ändern. Also hilft es mir nichts, die ganze Zeit Panik zu haben und darüber nachzudenken. Also kann ich doch auch einfach jeden Moment genießen. So, und alles klar. Ich gehe auch davon aus, dass es kein Leben nach dem Tod gibt. Denke mir dann aber, ist doch eigentlich besser als sowas wie die Hölle. Ja, also ewiges Leid. Ich meine, ganz ehrlich, was ist die bessere Option? Wenn Tod ist in meiner Überzeugung einfach die Nicht-Existenz. Wenn ich nicht existiere, dann leide ich nicht. Dann bin ich nicht traurig, dass ich nicht existiere, weil ich ja überhaupt nichts mehr mitkriege. Und ist doch in Ordnung. Also warum soll ich Angst davor haben? Brauche ich nicht. Ich mache das Beste aus der Zeit, die ich habe. Und wenn ich dann tot bin, dann hatte ich ein cooles Leben und bedauere auch nicht, was war, weil ich bin ja nicht mehr da. Und so gesehen glaube ich aber, dass nicht alle Menschen das unbedingt so gechillt sehen können. Und die Menschen, die das nicht so gechillt sehen und empfinden können, da freue ich mich, wenn die ihre Überzeugungen haben. Das ist ein wunderschöner Gedanke von Epikur. Also man braucht keine Angst vor dem Tod haben, weil solange ich da bin, ist der Tod nicht da. Ja, genau. Wenn der Tod da ist, bin ich nicht mehr da. Ganz genau. Deswegen ist die Angst vor dem Tod sinnlos. Insofern auch ein schönes Ende für das Gespräch. Ja. Wir werden aber trotzdem alle weiterleben. Zunächst mal freuen uns drauf. Und wir freuen uns auf die nächsten Bücher. Und vielen Dank für das Gespräch. Lydia Bennecke. Gerne, danke. Tschüss.